Puh. Es war eine schwierigere Geburt, als es sein müsste. Eindeutig schwieriger. Soll ich dir den denn noch mal rausholen oder irgendein anderes Fahrzeug? Er war eigentlich nicht schlecht, um einen Container hierher zu fahren, aber ich kann auch einfach mit meinem jetzt weiter Sachen fahren. Jetzt steht ja da, was wir brauchen. Ich fahre jetzt erstmal Sachen in die Erdsortieranlage, würde ich sagen. Macht am meisten Genau. Sinn. Dann Und werde ich. Muni, falls du noch da bist, jetzt! So. Dann fahre ich trotzdem schon mal die zwei von den Holzteilen holen, hinten aus der Holzstation, weil ich da ja schon in unterwegs war. Die zwei Metallrollen, die ich von da oben geholt habe, die sind jetzt gerade schon eingeliefert. Im Zweifel stimmt da nämlich jetzt noch der, was auch immer es war, das andere Fahrzeug rum. Hey, eine 9er Pyramide. Vorhin hat es eine 7er gemacht. Das macht 79, das ist okay. Ja. GZ. Was gibt's denn hier eigentlich am Fach? Achso, wir brauchen mal Fach. Ich hole mir was zu trinken und dann geht's los. Genau, mach das. Trinken ist wichtig. Mache ich auch die ganze Zeit. Prost. Dun, 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 dun. Auf der anderen Seite steht da schon, wir haben zwei Unterkünfte geliefert. Versteht das einer? Vielleicht gelten die ja jetzt wieder als neue Unterkünfte. Das ist auch okay. Wir müssen auch so viele Unterkünfte liefern. Da macht es auf jeden Fall Sinn, das Holz zu holen. Jetzt passiert und warum? Wobei hier ist noch ein Kraftstoff. Na ja, gut. Ich hoffe, die brauchen wir nicht. So, wieder da. Phoebe. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben jetzt schon zwei von zwei Unterkünften geliefert. Ja. Sagt die Aufgabe. Ja, richtig. Sagt die zweite Stufe quasi auch schon. Ja. Das ist ja nett. Vielleicht reicht es tatsächlich. Oder dadurch, dass ich die Unterkünfte nochmal geschubst habe, zählt er sie neu. Unabhängig dessen habe ich jetzt trotzdem schon mal zwei Planken mitgebracht. Werden Sie jetzt schon mal ein Stückchen weiter nach vorne fahren, dass wir für die nächsten Unterkünfte wesentlich leichter darauf zugreifen können. Ja. Wir müssen ja sowieso noch für die anderen Aufgaben irgendwo Unterkünfte hindonnern. Ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt durch wären mit der Scheiße. Nö. Wäre auch zu einfach. Jupp.
dann will ja anschließend dieser komische Gabelstapler auch wieder durch die Gegend geschubst werden. Weil da waren ja am Bahnhof Metallrollen 4 Stück. Kraftstoff 6 Stück. Ansonsten im Lagerhaus zwischen Werkstatt und Erzsortieranlage sind auch noch 2 oder 4 Metallrollen, glaube ich. Da sind 4 Metallrollen, die könnte ich auch holen erstmal. Fahre ich erstmal da hoch wieder. Den Weg kenne ich ja nun mehr als so genüge. Hier bei dem Lagerhaus, was ist eigentlich hier drin? Kraftstoff in unendlicher Menge, okay. Ziegel in unendlicher Menge, auch gut. Bleib auf dem Ding, was andere Leute Straße nennen. War hier der Anhänger? Das ist Gott, ja, oder? Hier ist der. Ach, das ist die Erzsortieranlage. Ne, okay. Mal gucken, was der Sprit reicht. Es ist natürlich mein Spritauto, nicht mehr an der Bahn. Das soll ich ans Ziel stellen. Wäre vielleicht sinnvoller, als wenn ich jetzt noch eins hinstelle, weil wenn meine dann weg sind. Seit heute sind wir wieder beim Inzidenzwert über 50, aktuell 51. Ja, ich gehöre zu den Regionen, wo null ist, aber aus einem sehr schwachsinnigen Grund. Das darf man gar keinen erzählen. Ich wohne ja im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das ist ja da, wo der Landkreisverwaltung gehackt wurde. Wo sämtliche Netzwerke verschlüsselt wurden. Und die können keine digitale Meldung rausschicken. Und deswegen haben wir eine Inzidenz von null. Dann nutzt es wenigstens deine mit gefälschten Impfausweisen, die jetzt Harz gerade boomt. Ja, das kann. Ja. Nicht nur im Harz. Ja, mal ganz ehrlich, diese Stempelchen von den Ärzten, eine Unterschrift, die keiner lesen kann, und so ein billiges Off-Kleberchen. Jo. Das hat mit fälschungssicher nun gar nichts zu tun, ne? Ja, und ehrlicherweise, ich weiß nicht mal, was es mir bringt, zu behaupten, ich sei geimpft, beziehungsweise gegen die Impfung zu sein, weil, hallo, gegen Masern, Mumps, Rödeln, hast du nicht gesehen, bin ich ja schließlich in der Regel auch geimpft. Ja, ich habe bis Hepatitis C durch, also bei der Bundeswehr haben sie dich nicht gefragt, da haben sie dir für einen Auslandseinsatz alles in den Arm gekloppt, was sie irgendwie wollten. Ja. Da hast du dich dann nur mit viel Theater im Nachhinein mal erfahren dürfen, was sie dir gerade alles in deinen Arm reingeknallt haben. Ja, das ist halt so. Es macht keinen Sinn. Tatsächlich, finde ich. Ja, das Gequatsche von diesem Teil macht sowieso nicht wirklich Sinn. Ja. Man glaubt nicht an Corona, ja. Gut, interessant ist das, was die englischen Zahlen tatsächlich hergeben. Und so, wo soll ich ihn hinstellen? Da vorne irgendwo dann wieder, wo der andere stand, so in der Richtung. Okay.
Oder soll ich ihn einfach bis zur Erdsortierenden Anlage vorfahren, weil da müssen wir eher hin. Ja, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, die gleichen Leute, die sagen, oh, der Virus bleibt nicht in der Maske hängen, sind aber der Meinung, dass der Sauerstoff nicht durchkommt und sie deswegen sterben werden, wenn sie eine tragen. Ja. Das ist auch so eine Logik, die ich nicht verstehen werde. Die werde ich garantiert nicht verstehen, weil wenn der Virus größer als der Sauerstoff ist, wie soll dann der Sauerstoff nicht durchkommen? Ja, das ist... Das ist Geheimwissen, was du nur als wahrlich... Geheimwissender... Richtig. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt bei so guten Werten auch die Masken wieder weglassen. Ja, genau. Ja, das ist... Ich meine, ich zitiere da einen potenziellen zukünftigen Bundeskanzler. Wir werden alles tun, um einen weiteren Shutdown zu verhindern. Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nun schon die 2-3 Großveranstaltungen in Klammern Fußballspiele erlebt. Und ich weiß, dass dort nicht ein registrierter Fall bei allen 3 Spielen passiert ist. 2 letztes Jahr, 1 jetzt. Es ist halt immer die Frage, wie man was organisiert und ob man es halt auch wirklich einhält, ne? Mhm. Ob man konsequent ist. Aber das Schöne ist, geh mal in ein Schwimmbad momentan. Also das habe ich ja nur da bei euch durch. Du stehst in der Warteschlange, die Leute hängen dir auf der Pelle. Mhm. Ohne Maske. Dann gehst du ins Gebäude rein, bezahlst und gehst bis zur Umkleidekabine mit Maske. Und dann bewegst du dich wieder den ganzen Tag ohne Maske. Ja. Ja gut, ich kann's. Maske im Schwimmbad ist jetzt auch nicht so wirklich, aber die Logik mit dem dran drauf, dass das dann die Leute nicht mehr kapieren, ja. Ja. Okay, soll ich den Tanker hier stehen lassen? Ach nee, er bewegt sich noch. Direkt vor dir. Ja, ich würde dir auch gleich Sprit abnehmen, weil ich habe noch 70 Liter. Ja, das ist okay. Ich würde dir gerne den Windpunkt abnehmen, weil ich habe noch langsame Bewegung. Okay. Folgender Deal, du ziehst mich raus und ich tank dich auf. So ist der Plan. Achtung, ich lass mal los. Habe ich hier irgendwo noch in die andere Richtung den Windenpunkt? Natürlich nur in deine Richtung. Ach, ich tank dich jetzt erstmal auf. Karnevalist war ich ja sehr überrascht über die Entscheidung vom Kölner, Düsseldorfer Karneval. Nur noch Geimpfte in die Hallen zu lassen. Aber das ist doch Impfzwang durch die Hintertür oder so. Richtig. Ich meine, ich verstehe es. Warte mal, ich fahr mal weg, dann kommst du an den Baum rechts von mir dran. Okay. Machen wir aber nicht kaputt, sonst kriegst du Ärger. Ich versuch's. Golis beobachtet uns. Habe ich so das Gefühl. Genau, mehr Öffnung für alle. Früher hat man noch freundlich gefragt, hast du den Arsch offen? Heute sagt man einfach mehr Öffnung für alle. Ich sag mal so, ich sehe das ja bei uns im Karnevalsverein. Für die ist das schon schwierig. Gute Nacht, King. Ja, schlaf gut, King. Ja, es ist schwierig. Ich kann es verstehen. Also du kannst nicht planen. Du weißt nicht, ob auf Sinn macht zu trainieren. Entsprechend ist die Moral gerade bei den Nachwuchsgruppen. Das ist für uns eine Katastrophe. Wir sind ein kleiner, junger Karnevalsverein, der wirklich gut lief.
Und momentan, ja, er geht nicht den Bach runter, aber es ist nah dran. Ja. Ich verstehe es. Also, ich verstehe auch jeden, der anschließend sagt, so, ja, wir haben jetzt 10 Jahre super Dinge getan und durften jetzt 1,5 Jahre nicht, weil das und das. Und ja, ich verstehe eindeutig, wenn die Leute sagen, ja, wir machen, haben einfach keinen Bock mehr. Aber das ist ja jetzt nicht die Schuld der Leute, die da die Gesetze machen. Die Gesetze sind ja zum Schutz der Leute. Es ist ja die Schuld der Leute, die sich nicht dran halten. Oder teilweise schon die Schuld der Leute, die Gesetze machen, weil sie einfach die strengen und strikt genug sind. Es gibt genug Leute, die Karneval lieben, und das ist wie mit vielen Sachen. Sollen die Leute das machen, die darauf Bock haben, und die anderen machen was anderes. Also ich kenne es auch zum Beispiel aus dem Jugendsport bei uns, wenn mein kleiner Junior Fußballtraining hat. In der Schule dürfen die gleiche Kindergruppe ohne Maske miteinander zusammen sein, und beim Sport durften sie dann bestimmte Sachen wieder nicht machen. Also es ist manchmal einfach auch von der, obwohl sie vorher sich haben testen müssen und was nicht alles. Und da fehlt es an Akzeptanz, weil die Regeln nicht mehr verständlich sind. Das ist das eigentliche Problem. Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Leute durchaus vernünftig an das Thema rangeht. Das Problem ist, dass sie selber alle nicht mehr verstehen, wie bestimmte Sachen hin und her geregelt werden. Ja, es ist genauso wie das Beispiel, ganz am Anfang war es ja so, du darfst nicht mehr privat in geschlossenen Räumen sein, aber du darfst noch im Großraumbüro arbeiten. Mhm. Das ist das gleiche Thema. Ja, genau. Corona mit Impfung ist so viel besser. Klingt komisch, ist aber so. Ja, genau. Wenn dein Immunsystem so halbwegs weiß, worauf es sich einstellen kann, dann kann es auch schnell zurückschlagen. Und dann hast du halt die großen, heftigen Nebenwirkungen nicht mehr. Richtig. Wenn du an dem Scheiß dich krepierst, ist dir schon mal eine ganze Weile geholfen. Ja. Ich hasse diese Steine. Das große Problem, dass alle unverständlich und durcheinander ist und permanent geändert wird. Ja, und dann gibt es halt noch genügend Leute, die sagen, ach, pff, die Corona-Regeln, ich würde sie ja gerne umsetzen, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf, ich glaube eh nicht dran, und dann lockern wir sie halt und machen hier nochmal eine Ausnahme, auch für dieses Bundesland, und in dem Fall ist der Föderalismus tatsächlich ein großes, großes Problem. Ja, gut. Ohne den Föderalismus würden sie es wahrscheinlich Corona-Überlebender immer als zwei. Ohne den Föderalismus würden sie es auf andere Ebenen runterbrechen. Ja. Dann würde es auf Kreisebene, das ist ja jetzt auch nicht auf Länderebene, sondern das meiste ist ja eigentlich auf Kreisebene. Das ist ja auch wieder das Witzige, das kriegt man nur nicht mit, weil die Ländersachen veröffentlicht werden. Aber die ganzen Detailregeln, die werden in den Landkreisen gemacht, und da kniept sich das eigentlich das Problem. Ich weiß es nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, die noch Regierungspräsidien haben, wie NRW zum Beispiel, ob die das dann auf die Ebene sich hochziehen. Aber die ganzen Ausführungsbestimmungen und die ganze Abwicklung lief halt auf Landkreisebene, und ehrlich gesagt, das ist die falsche Ebene für solche großen Sachen. Ja. Und das gehört eigentlich auch zum Föderalismus, dass man die Sachen, die auf einer höheren Ebene bearbeitet werden müssen, auch nach oben legt, und das funktioniert in dem Fall nicht. Ja. Ich meine, ich verstehe es, dass du bestimmte Regeln einfach so ausformulierst, dass du in dem einen Landkreis darfst du mit Badehaube schwimmen gehen, mit dem anderen darfst du es nicht, weil der eine Landkreis halt sagt, wir wollen das nicht. Ist okay, verstehe ich.
Aber gerade was Gesundheitsschutz angeht, kannst du ja nicht sagen, in dem einen Restaurant sind Ratten erlaubt, in dem anderen nicht.